Brigitte Scheer, Grenzgängerin zwischen Musik und Literatur, Realem und Fantastischem. Eine Traumtänzerin. Denn Träume sind für die 40-Jährige nicht nur in der Musik wichtig. Auch in ihrer Literatur interessiert sie das, was in der Wirklichkeit nicht sichtbar ist. Es kamen einige mit. Zuerst die Kinder, die Scheers Bücher liebten. Ihre Kindergeschichte Monsterbesuch mit den Illustrationen von Jackie Gleich ist mehrfach preisgekrönt. Ich erwachte, weil ich etwas rumpeln hörte. Als ich vorsichtig die Treppe hinunterging, stand die Haustür weit offen. Die Monster kamen gerade herein, eins nach dem anderen. 20 Monster zählte ich. Das waren doch etwa sehr viele für unser kleines Haus, fand ich. Ich tat, was wir immer tun, wenn Gäste kommen. Ich schüttelte jedem Monster die Tatze. Weiter geht sie in ihren Erwachsenengeschichten tatsächlich. Ihr neues Buch Liebesbriefe sind keine Rechnungen versammelt 19 Stories. Groteske, witzig, absurde Kurzgeschichten. Träume für Erwachsene eben und nicht immer für schwache Nerven. Bevor ich noch aufstehen konnte, kam mir die Ratte wie eine Furie entgegengerannt. Sie sprang mich an, verbiss sich in meinen Bauch. Der Schmerz war so unerträglich, dass ich das Bewusstsein verlor. Als ich wieder zu mir kam, lag die Ratte bleischwer auf mir. Ich hätte sie nun aus mir herausschneiden müssen. Das Brotmesser hielt ich noch immer in der Faust. Ich konnte es nicht tun. Die zweite Welt der Brigitte Scheer ist die der Musik. Ausgebildet in klassischem Gesang hat sie sich bald dem Jazz und experimentellen Klängen zugewandt. Was mag der Traum bedeuten? Ach, Liebster, bist du tot? Und auch hier hat sie einen Dreh gefunden, mit dem sich alle ihre Vorlieben ideal verbinden lassen. Schlaf auf! Zusammen mit dem Musiker Michael Pfeuti und dem Fotografen Fritz Franz Vogel gibt Brigitte Scheer seit Jahren sogenannte Schulhauskonzerte, multimediale musikalische Weltreisen für Kinder. Der Mond elegant wird es aller. Es freut mich, dass meine Tochter dir wird fallen. Werd ich sie mir sehen, 220 Kamel. Und runter kann ich sie dir auf kein Fall. Literatur und Musik im steten Wechsel. Für Brigitte Scheer die ideale Lösung. Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Brigitte Scheer, eine Künstlerin, deren Welt man sich nur schwer entziehen kann. Und trotz anfänglicher Skepsis hat sie auch die Viertklässler vom Schulhaus in der Ei in Zürich bald im Sack.